Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Koranjuwelen. Wir werden uns heute den 23. Vers von der 12. Sure, Surat Yusuf, anschauen und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalaqati al-abwaab wa qalat hayta lak. Qala ma'adha Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihu dhalimun. Dieser Vers spricht über ein sehr heikles und ein sehr relevantes Thema und auch ein sehr aktuelles Thema. Und zwar geht es um die Verlockung und die Versuchung zwischen Mann und Frau. Und das ist auch eine Angelegenheit, die heutzutage einfach für junge Menschen, die online unterwegs sind und auf Social Media und so weiter, sehr relevant ist. Allah subhanahu wa ta'ala fängt an mit dem Vers, in dem er sagt, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا. Die Frau des Ministers, in dessen Haus Yusuf a.s. gelebt hat, hat ihn versucht zu verführen. Und das Wort Rawadathu hat auf Arabisch heißt, also kommt von dem Wort Ruwaida Ruwaida, was langsam und immer wieder bedeutet. Sprich, sie hat über einen längeren Zeitraum immer wieder versucht, sich an Yusuf a.s. ranzumachen und hat auch gleichzeitig das einfach nicht aufgegeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiterhin oder hält auch fest, Allati huwa fi baytiha, sprich, in dessen Haus er gewesen ist, er kann gar nicht von ihr irgendwo hinfliehen. Sie hat Zugang zu dem gesamten Gebäude, sie ist die Herrin des Hauses und er hat eigentlich in gewisser Weise nicht viel zu sagen. Und er ist auch, dazu muss man sagen, ein Teenager, er ist gerade erst Mann geworden. Der Koran sagt in dem Vers davor, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, sprich, es ist die Zeit, in der er gerade erwachsen geworden ist. Und vielleicht sollte man als Hintergrund auch noch beachten, dass der Herr des Hauses, also der Minister, der Yusuf als Sklave gekauft hat, schon als er ein Junge war, als er auf dem Weg von dem Markt oder wo auch immer er ihn gekauft hat, nach Hause ging, gemerkt hat, dass Yusuf ein spezieller Mensch ist, dass Yusuf intelligent ist und dass Yusuf auch einfach respektiert werden sollte. Und das, obwohl er ihn als Sklave gekauft hat. Und zwar ist das Erste, was dieser Mann seiner Frau sagt, als er mit Yusuf zu Hause ankommt, ist Akrimi Methwe. Was bedeutet, ehre seinen Langzeitaufenthalt. Methwe ist ein Ort, an dem man generationenlang bleibt. Sprich, dieser Mann wollte, dass Yusuf sich in diesem Haus wohlfühlt, dass er dort eine Bleibe findet und nicht gehen möchte oder geht. Und in gewisser Weise sollte seine Frau ihm einen Respekt entgegenbringen und auch gewisse Grenzen beachten und nicht einfach vielleicht in sein Zimmer eintreten, ohne zu fragen oder wie auch immer. Das deutet aber auch in gewisser Weise darauf hin, dass dieser Mann vielleicht auch wusste, dass seine Frau ein Problem mit Ehre oder mit Grenzen oder und so weiter halt irgendwo hat. Und er ihr deswegen das so ausdrücklich sagen musste oder vermitteln musste. Und die Zeit vergeht und das beweist sich, dass dieser Mann halt recht hatte und seine Frau wirklich immer wieder, also mit der Zeit versucht hat, diesen jungen Mann zu verführen, wie halt der Koran festhält. Und ihn halt auch einfach, also nicht nur versucht zu verführen, sondern auch in gewisser Weise ihre Intention in ihn einzupflanzen. Weil Rawadathu heißt auch, kommt auch von dem, also hat auch eine Art von Verwandtschaft mit dem Wort Irada, mit dem Wort Intention. Und sie will quasi, dass er so denkt und so fühlt wie sie. Auf die Art, fühlst du denn überhaupt nichts oder willst du denn nicht auch das Gleiche wie ich oder findest du mich dann überhaupt nicht schön oder wie auch immer. Und er ist halt ein junger Mann, der einfach auch natürliche Gefühle hat. Das wird im Koran auch nicht verneint. Yusuf a.s. stellt sich auch nicht darüber hinweg. Im Gegenteil, der Koran sagt sogar, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا بُرْهَانَ رَبِّهِ. Das heißt, sie hat nach ihm verlangt und er hätte auch nach ihr verlangt, hätte er nicht die Beweise seines Herrn gesehen. Sprich, es wird auch hier einfach klar und deutlich erwähnt, dass Yusuf ein normaler Mensch ist und normale Gefühle hat und sich in dieser Situation einfach nur richtig verhalten hat, weil er an Gott geglaubt hat, also oder an Gott, Gott vor sich irgendwo gesehen hat. Also das werden wir auch gleich weiterhin besprechen. Wie gesagt, sie sagte, also sie hat versucht, sie hat halt versucht, diese Intention in ihn einzupflanzen, dass er das will von sich aus, also von sich heraus und nicht nur, weil sie es ihm quasi aufquatscht oder wie auch immer.
Und dann warallaqat al-abwab. Das heißt, sie ist sein Boss und sie hat alle Tore und alle Türen in diesem Haus verschlossen, versiegelt, damit sie wirklich komplette Privatsphäre haben. Und dann sagt sie ihm, haytalak, also komm doch her. Und dieses Wort hayta wird nur im verführerischen Kontext verwendet. Das ist kein normales Wort, was einfach so immer gebraucht wird. Und ja, in anderen Worten, sie wirft sich wirklich ihm an ihn ran. Und das in dem Moment, wo sie ihm das halt sagt, lernen wir eigentlich den standhaften und wirklich faszinierenden Charakter von Yusuf alaihi salam kennen. Denn er antwortet einfach nur, waqala ma'adallah. Er sagt, ich suche Zuflucht bei Allah. Ma'ad ist ein Ism Dharf, das ist ein Wort, das bedeutet, ich suche Zuflucht, ich suche einen Ort, in dem ich Zuflucht bei Allah habe. Ich möchte in anderen Worten einfach nur aus dieser Situation heraus. Und das sollte wirklich, also man muss sich das einfach mal vor Augen zergehen lassen. Das ist ein junger Mann, der ist in einer Situation, die vielleicht für viele Männer eine Art von Traumsituation ist, eine Sache, über die sie fantasieren. Und er muss in gewisser Weise oder muss irgendwie versuchen, dort standhaft zu bleiben. Und darin sollte sich vielleicht jeder junge Mann, der irgendwo auf dem Campus rumstreunert oder auf einem Arbeitsplatz ist oder in den Malls rumläuft oder irgendwo im Café sitzt und vielleicht hofft, dass eine Frau ihn anschreibt oder sagt, hier ist meine Nummer, lass uns doch später quatschen oder wie auch immer vielleicht erinnern, dann Yusuf alaihi salam macht das, was eigentlich jeder von uns in so einer Situation tun sollte. Und zwar, er sucht Zuflucht bei Allah und weiterhin sagt er, innahu Rabbi ahsana mathway, wahrlich, er ist mein Herr und er hat für mich gesorgt, er hat mir eine Unterkunft bereitgestellt, er hat mir alles gegeben, was ich brauche. In anderen Worten, wie könnte ich so etwas tun? Wie könnte ich als Dank oder als Verneinung seiner guten Dinge mir gegenüber so eine Sünde begehen? Innahu la yuflihu adh-dhalimun, wahrlich, er gewährt Sündigern keinen Erfolg. Sprich, er versucht sich, also er hat sich in dem Moment an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert, aber auch in gewisser Weise versucht, sie zu erinnern. Denn innahu Rabbi, das Wort Rabbe, was Yusuf alaihi salam hier sehr intelligent verwendet, ist ein Wort, das auf der einen Seite für ihn Allah sein kann. Aber für sie als Nichtgläubige, als eine Frau, die vielleicht nicht Muslime ist und auch nicht an Gott glaubt, kann es gleichzeitig ihr Mann sein. Es kann der Herr des Hauses sein. Rabbe wird auch für den Mann des Hauses quasi verwendet. Sprich, in anderen Worten, Frau, wenn du keine Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala hast, dann hab wenigstens ein wenig Respekt und ein wenig Furcht von deinem eigenen Mann. Also in gewisser Weise versucht er sie dort auch zurückzuhalten. Und was auch sehr cool ist in der Story und auch sehr interessant ist, woran wir uns vielleicht auch erinnern sollten, ist, dass Yusuf dann in einem, also zwei Verse weiter, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fastabaqa al-bab, sprich er sagt seine Worte, qala ma'adallah, innahu rabbi, innahu la yuflihu adh-dhalimun, und dann fastabaqa al-bab und er rennt um sein Leben, er rennt einfach zur Tür, er rennt dahin, wo er vielleicht irgendwie von ihr wegkommt und versucht gar nicht erst weiter mit ihr in eine Konversation einzutreten oder ihr irgendwie einen Verstand einzureden oder wie auch immer, wo wir vielleicht auch dem verfallen könnten, wenn uns jemand anschreibt oder sagt, hier, ja, wollen wir nicht mal irgendwie quatschen oder das und das machen, dass wir dann sagen, jo, Schwester, das ist doch echt Haram und das sollten wir vielleicht nicht tun. So, ja, Dude, vielleicht ist es auch einfach nur, dass du, also sei ehrlich mit dir, vielleicht kaufst du dir da auch einfach nur Zeit oder versuchst mit ihr mehr Zeit zu verbringen und redest dir ein, dass du sie auf den richtigen Weg bringen möchtest. In so einer Situation ist es vielleicht besser, einfach wirklich alles sein, also liegen zu lassen und einfach zu gehen und nicht halt auch gar nicht erst zu antworten und zu sagen, ja, ich werde nicht mehr mit dir in Kontakt sein oder ich möchte nicht mehr mit dir in Kontakt sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Mädchen. Dieser Rat ist beidseitig relevant. Der Koran ist ein lebendes Buch. Es ist ein Buch, in dem es Rat von Allah subhanahu wa ta'ala an jeden Menschen von uns gibt. Allah sagt selbst, fihi dhikrukum, in ihm ist für euch, ist eure Geschichte, ihr werdet in diesem Buch erwähnt. Sprich, wir sollten das wirklich in unserem Leben etablieren und für ernst nehmen. Denn sollten wir von den Leuten sein, die fasten und beten und sonst alles tun, was Allah uns vorschreibt, aber einen Freund und eine Freundin haben, dann haben wir ein Problem. Wir spielen in dem Moment mit unserem eigenen Glauben und das ist keine kleine Sünde. Das sollten wir wirklich ernst nehmen. Also möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unser Leben und unsere Taten überdenken lassen, indem wir diese Geschichte von Yusuf alaihi salam im Kopf behalten und auch einfach uns einmal genauer anschauen und auch die Beziehungen, die nicht halal sind in unserem Leben, entweder zu beenden oder uns stark genug sein zu lassen, sie halal werden zu lassen, also sie in eine Halal-Beziehung umzuwandeln, inshallah. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.